sind denn die anderen, die ich gekillt habe? Wahrscheinlich alle runtergefallen. Danke für die Hilfe. Ist Itseko auf dem Weg runter? Naja, die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Pivalo! Wir ziehen los! Tecote ist ein hinterhältiger Hund. Vielleicht hört er jetzt auf, Leben wegen Politik zu verschwenden. Ich finde es total ätzend, dass sie mir ständig die Quest anzeigt. Oh, wir haben wieder eine neue Bemalung freigeschaltet. So, da ist eine Brutstätte. Irgendwie komme ich gar nicht. Ich wollte hier hin und mache stattdessen lauter andere Sachen. Da haben wir auch noch irgendwas nicht gefunden. Da ist die Meta. Wir können ja das hier noch machen und dann würde ich tatsächlich hier runtergehen. Mal schauen, was wir heute noch schaffen. In die Richtung? Ach so, weil das einmal so quer rüber ist. Ist da nirgendwo ein Feuer in der Nähe? Ist ja was. Das finde ich ja schon wieder mega belastend. Nee, dann will ich da jetzt nicht hin. Das kostet mich zu viel Zeit. Aber da ist ein Rebellenlager. Da kein anderes Feuer in der Nähe. Ich habe irgendwie einfach keine Feuer entdeckt. Was ist los hier? Gut. Mal ganz kurz gucken. Gibt es hier einen guten Weg? Ne, wir müssen aufs andere Ufer. Lass mich doch mal ganz kurz durch, bitte. Wir müssen einmal aufs andere Ufer hier. Jetzt gibt es Ärger. Ach, Quatsch. Ach, ich hasse das so sehr. Ich will hier eigentlich nur durch. Warum haben wir hier auf einmal Schneesturm? Eben hatten wir keinen Schneesturm. Ich glaube, das ist der erste richtige Schnee, den ich immer so erlebe. Okay, jetzt haben wir das Feuer. Jetzt können wir da kurz schnell speichern. Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Jetzt werde ich wieder nicht speichern können, weil ich entdeckt wurde. Ja. Wo ist die Quest? Wieso? Danke. Excuse me, was ist denn das da? Rebellenfeuerklaue. Ach. Ach. So ist. Ach, 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 ich bin schon da.
Okay. Ich bin schon hier. Ich bin schon da. Na toll. Von hier aus kann man auf alle schießen, die den Berg runterkommen. Oh, 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 oh. Deswegen ist hier das Rebellenlager. Ja. Kamen die dann auf einmal her? Frech. Also von allen Seiten habe ich gerade ein Problem. Hier sind diese feuerspuckenden Krokodils. Da oben, ja. Und, ja. Ich glaube, mein treues Reittier ist tot. Shit. Wir sind zu zweit. Das ist blöd. Hier war das irgendwo. Such da drüben. Und sei gründlich. Sei gründlich. Dein Kopf wird auf meiner Lanze stecken. Du weißt gar nicht, wo ich bin. So verschwenden wir Pfeile. Verdammt. Ich hab sie im Visier. Hast du nicht. Lüg nicht. Aua. Ja, natürlich. Die ist einfach Warrior oder was? Gut. Jetzt macht es uns doch nicht unnötig schwer. Ich mache dich fertig. Das sehe ich anders. So, bin ich die jetzt auch erstmal los? Sie wird nicht davon kommen. Das sehe ich anders. Nochmal unten. So, hier ist gerade keiner, den ich sehen würde. Ja. Gerade sagen, der Fall war da. Weißt du, sie ist genau vor meiner Nase, die Eule. Und dann so, oh, du hast sie verfehlt, weil, Die Feuerklaue da unten wird so ein richtiges Spektakel, wette ich. Seriöschen. Wenn irgendwas man muss vorbereitet ist, sein. Ich ihn eigenhändig. Würde sie wirklich wieder herkommen? Ach komm. Du willst dich an mich anschleichen? Nichts passiert, ihr geht's gut. Hier. Hat auch jemand was gesehen? Nein. Ich sehe sie nicht. Ruf, damit ich weiß, wo ihr seid. Du willst dich verstecken? Ich glaube, das da unten ist der Anführer, oder? Der hat ja immer...
Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Wo bist du? Weg. Du willst dich verstecken? Komm raus! Der geht mir halt auf den Keks hier mit seinem. Du willst dich verstecken? Ja. Du willst dich verstecken? Wo bist du? Komm raus! Mach's dir nicht unnötig schwer. Nachzuurteilen ist dieser Soldat der Anführer. Über uns! Stell dich! Ob ich wieder einige dieser Marken finden kann. Ach, falscher Knopf. Einige Marken. Die sollte ich Duca bringen. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Machen wir auch. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Ich habe Schneeflocken im Gesicht. Ups. Ich werde den erst frosten und dann werde ich mit dem Todbringergewehr auf ihn schießen. Wird jetzt also echt witzig gleich, weil, ja. Als ob ich schon wieder nicht genug Pfeile habe. Ich hänge schon wieder irgendwo fest. Sieh mal einer an. Ja, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, finde ich nicht gut, finde ich nicht gut. Ja, ich frage als ernst gemeinte Frage, weil der macht mir ganz schön Feuer unterm Arsch. Halt doch mal still! Will ich mal ganz kurz scannen. 42! Oh, ja! 42! Mhm. Muss ich aber mal ganz kurz los, Bruder. Den kriegen wir nur subtil platt. Den kriegen wir nur so. Was? Ich häng schon wieder an den Baum! Wir können bestimmt darüber reden. Das Ding ist, ich verstehe deinen Frust. Lava. Spielen wir das jetzt, ja? Der Boden ist Lava. Was auch immer. Ja.
Oh, okay. Also die Lava da finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich bin äußerst beeindruckt. Und ich wollte gerade weg, aber wenn du eine Sache machst, kannst du nicht ausweichen. Scheiße. Scheiße. Waren so gut. Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Ich hasse es, wenn wir einfach sterben. Ich hasse es. Schon gesagt, dass ich es hasse? Fuck. Ist richtig ätzend. Wir hätten den gekriegt, da bin ich mir sicher. Wir hätten den bekommen. Löschwassermunition wird die Sache vereinfachen. Mhm, deine Mom. Wieso zeigt er mir an, dass es da oben ist? Weil es schon wieder da oben ist. Ich will aber nicht klettern. Okay, also heute ist Tag des großen Sterbens. Was tust du, Nina? Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was ich da tue. Ich wollte einfach... Ich wollte einfach, dass das Vieh auch töten und wollte da Bomben hinmachen, wollte, dass es da reinläuft. Das hat nicht geklappt. Der hat eine Attacke gemacht, dann war ich down. Ach, jetzt komm, jetzt pack da an. Klettermarkierung. So nicht. Los. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Ein Färber hätte sicher Interesse daran und ich so, halt die Klappe. Kannst jetzt loslassen, danke. Lass doch los. Also dieses automatisch Festhalten, wenn du nur zu nah dran stehst, meine Güte. Da war eine echt geile Spule bei. Später mal angucken, was das für eine Spule ist. Spulen und Gewebe. Was haben wir denn hier? Erhöht Berserkeraufbau. Was ist das? Nur für Berserker-Munition? Mal gucken, was wir hier haben. Wir haben echt ein paar coole Spulen inzwischen. Okay, was haben wir da? Jetzt eine Sprengschleuder, aber da müssen wir wieder so viel klettern. Da sind noch zwei Fragezeichen. Gucken, ob ich da jetzt so gechillt hinkomme. Ach, alles mit Klettern finde ich heute doof. Wir sind heute schon so viel geklettert. Wollen wir eine Brutstätte machen? Wollen wir die Brutstätte da einfach versuchen? Was hatten die für ein Level? 40. Nee. Die da, nee. Nein. Die ist noch zu krass für uns. Mm-mm. Da nehmen wir uns ein bisschen was vorweg. Wir sollten uns auf das Areal hier unten konzentrieren. Das da ist jetzt grün. Das Rebellenlager. Das, was wir hier gemacht haben, wird jetzt auch grün angezeigt. Okay. Was ist denn das da? Bebezahn-Areal. Das
Dass ich das Feuer hier nicht freigeschaltet habe, ärgert mich. So. Gute Nacht, Andi. Danke, dass du da warst. Das ist der Elefant, genau, Snoodle. Wir machen heute nur so ein bisschen neben Krimskrams, damit wir uns morgen ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren können im Livestream. Ist, dass ich heute so viel gestorben bin. Ich finde das gar nicht cool. So, dahin. Runter. Okay. Komme ich nah am besten hin, indem ich ein bisschen außen rumlaufe, denke ich. Alles, was wir jetzt an nervigen... Upsala. Krimskrams machen. Perfekt. Aber dann später nicht mehr. Ich hoffe, das ist nichts Böses. Die sehen nett aus. Stallgebirgsstadt. Nee, Gebirgsgrat. Tag. Ehre und Kraft. Hey, Brände. Das ist Tekaros Strotterin. Möchtest du mit den Tenakt handeln? Also ich will euch gar nicht stören. Ich will mich nur ein bisschen an euren Vorräten bedienen. Es heißt, dass Regala ihren letzten Schlag plant. Wir werden sehen. Ihren letzten Schlag. Dann werden wir es aber sehr zeitig los, wenn ich das mal so sagen darf. Kann ich irgendwas machen? Nö. So, du verkaufst Waffen? Was verkaufst du denn? Spulen. Rohstoffe. Wir brauchen Echohülsen, ne? Hier. Für Nabelschweinknochen könnten wir sie sogar kriegen. Müssen wir ein bisschen Nabelschweine jagen. Kleiner Maschinenkern. Weil Echohülsen ist echt schwierig gerade. Rohstoffe. Es ist Eloy. Regalas Verderben. Ich fühle mich geehrt. Gibt es Nabelschweine? Angeblich viele. Hier wollte ich eventuell hoch. Kannst du mal deinen Skilltree zeigen? Kann ich machen. Müsste mal wieder Punkte ausgeben. Das sind sie aktuell. So sieht das bei mir momentan aus. Die 11 Punkte vergebe ich später. Vielleicht mal ein bisschen mehr auf weniger entdeckt werde und so gehen. Mal gucken. Laute Geräusche, ich höre. Wer hat mich denn da jetzt wieder entdeckt? Thank you.
Was soll man Hammer, ne? Moment. Halt, stopp. Wer? Ah. Oh. Können wir mal ganz kurz? Hallo, ich will mal ganz kurz mal scannen. Ich habe sogar Minus. Ich wollte hier nur den Feuerglimmer holen und du willst direkt... Alter, sind die schnell. Ich finde die unglaublich frech gerade. Gerade ausweichen. Okay, also ich kann die damit schon brüchig machen. Der falsche. Verdammt, 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 verdammt. Das Problem ist, dass meine eigentliche Waffe zu schwach ist, also zu langsam. Was auf die Tour. Hat der was abgekriegt? Ja, Gott sei Dank. Sonnenflügel sind das genau. So heißt die Viecher. Ganz kurz überlegen, wo ich hier hin will eigentlich.
Sonnenflügel sind auch ganz schön ätzende Gesellen, muss ich ja mal so sagen.